Smarana, herzlich willkommen bei Smarana Yoga und Heilung. Schön, dass du da bist. Ich bin Marianne Selina und möchte dich gerne mitnehmen auf die weitere Reise mit dem Mond. Ja, ihr Lieben, auf der ewigen Reise mit dem Mond treten wir nun in der Neumondenergie in Sternentor der Waage ein. Neumond heißt ins Leben gehen, der Neuanfang, nachdem wir beim letzten Neumond im Löwen uns tief in die Energie der bedingungslosen Liebe badeten, zuvor all das abgetragen wurde, was uns noch im Wege stand, wir jetzt nun erneut tun, indem wir über die Lichtbrücke in dem wunderbaren Sternenfeld der Waage uns einfinden möchten, um weiter ins neue Leben zu gehen. Um dass du dich mehr und mehr in einer liebenden Energie aufhalten kannst, beginne dich nicht zu sehr, fast nicht mit dem Außen zu beschäftigen. Dieses reduziert deine Energie. Wie tue ich dieses? Ja, im Video wird beschrieben, im Hier und Jetzt sein. Was heißt das? So möchten wir jetzt kurz üben, in einem Gespräch, welches nicht so stimmig ist für dich, im Hier und Jetzt bleiben. Dies können wir mit dem Atem tun. Beobachte dich selbst. Was geschieht mit deinem Atem, wenn du dich in für dich nicht stimmigen Energien befindest? Ja, wir halten die Luft an. Dies ist eine Konditionierung aus früher Kindheit. Mit allem, was wir nicht ausdrücken und fühlen konnten, haben wir mit angehaltenem Atem in unseren Zellen eingesperrt. Alles, was wir gerne fühlen und nicht gerne fühlen, wandert in unsere Zellen. So wird der Körper verdichtet, unsere Faszien verklebt, unserem Vagusnerv, ja, dem Nervensystem, er ist zuständig, all das in unserem Körper, unsere Zellen zu befördern, was zu uns kommt. Er unterscheidet nicht, er kann aber nur mit Lichterenergie und mit reinem, tiefem Atem seine ganze Arbeit tun. So stelle dir jetzt ein Gegenüber in einem für dich nicht stimmigen Gespräch vor. Du befindest dich in deiner Smarana Lichtschutzkugel. Welche du vorab um dich legst. Stelle dir eine Acht vor, von dir zu deinem Gegenüber. Du befindest dich in einem Kreis, dein Gegenüber im anderen. Der Kreuzungspunkt in der Mitte der Acht, also zwischen dir und deinem Gegenüber, ist die heilige Transformation. Du kannst Namen darauf legen. Dann gehe bewusst in deine Atmung. Stelle dir vor, alle Worte, alle Emotionen
werden in der Transformation der Acht verwandelt. Atme dabei so tief du kannst, dennoch übe deinen Atem immer weiter und weicher werden zu lassen. Gerne kannst du in deinem Bewusstseinsfeld Nam dir vorstellen. Übe dies immer wieder, sobald es dir bewusst wird, in der Acht deine Kommunikation mit dem Außen zu leben, so bist du stets im Hier und Jetzt. Hier und Jetzt heißt die fünfte Dimension. So lege ich in der Diskussion mit Nichtstimmigen nicht mehr meine Aufmerksamkeit darauf. Nutzen wir auch unsere Energie, nicht mehr andere zu überzeugen, was ich denke oder lebe. So mögen wir ganz mit uns selber sein, ihr Lieben. All das wünsche ich uns so sehr. Ihr wisst ja, wie schön es ist, in der fünften Dimension sich zu bewegen. Wir werden noch einige Zeit in der parallelen Welt leben, wo wir uns in der dritten und fünften Dimension nebeneinander bewegen. Verzage nicht, die Liebe heilt. Wenn wir uns zu sehr mit den Energien beschäftigen, wird unser Energiesystem verschmutzt. Und wir halten diese Energie nicht mehr aus. So dürfen wir üben, unseren reinen Energien, in diesen uns zu bewegen, mehr und mehr. Nutze die Schutzlichtheilkugel, komme mit mir in den Energieübertragungen und in meinen Heilbehandlungen mit auf die Reise. Wenn du in unserer Gruppe dabei bist, hast du stets im Außen deine Lichtsäule und die Kugel um dich errichtet. Im selben Moment, wo du dich darin einfindest und im Außen bewegst, ist dies eine große Hilfe. Mit einem tiefen Atemzug findest du dich ein. Ich freue mich über eure Likes und euer Teilen. So werden meine Videos sich weiter verbreiten können. Lasst uns das Licht und die Liebe in die Welt hineintragen und freue dich auf die Meditation Neumond in Waage. Smarana, es ist schön, dass es dich gibt, lasse es dir gut gehen.